Also es wurde bei mir eine Hirnoperation durchgeführt. Die Narbe war am Hinterkopf und es wurde mittels einer endoskopisch-mikroskopischen Operation der Tumor entfernt. Ich habe die Erkrankung nicht gleich bemerkt, sondern nur Symptome. Und zwar, dass ich mitunter ohnmächtig wurde, ohne Vorwarnung oder so, beim Fahrradfahren, vom Fahrrad gefallen, große Beule gehabt. Dann in der Schule war es dann so, dass wir eine Kontrolle geschrieben hatten mit den Kindern. Und ich wollte mal reingucken hinterher und habe alles plötzlich nur noch verschwommen gesehen. Konnte weder mit Brille noch sonst wie lesen. Es war alles nicht lesbar. Ja, und da war ich der Meinung, so, jetzt geht's los, bekommst du einen Schlaganfall. Ja, also es waren insgesamt 3 MRT, die ich da machen musste. Das erste in Zerbst und dann eben 2 MRT mit Kontrastmittel und ohne Kontrastmittel in der Pavlov-Klinik. Ja, Untersuchungen sonst weiter nicht. Also im Krankenhaus nach diesem Art Schlaganfall, wo ich nur noch mit Tunnelblick sehen konnte und habe mich dann da ziemlich schnell auch selber entlassen aus dem Krankenhaus, weil ich dachte, ach, jetzt geht's wieder. Aber es ging vom Sehen her nicht, weil ich hatte immer wieder Doppelbilder gesehen und das ist ja nicht weggegangen. Das, was Frau Witkowiak beschrieben hat, die Doppelbilder, sind neu aufgetretene neurologische Defizite. Diese bedingen eine kranielle bildgebende Abklärung. In dem MRT, Kontrastmittel gestützt, in der horizontalen Schnittbildführung, sieht man eine Raumforderung im Bereich der Felsenbeinspitze. Diese komprimierte den Nervus trochlearis. Der Nervus trochlearis ist für die Augenbewegung zuständig. Und wenn er auf einer Seite ausfällt, können die Augen nicht mehr koordiniert bewegt werden. Das führt zu Doppelbildern. Doppelbilder führen zu Schwindel. Es führt zu Konzentrationsstörungen, Kopfschmerzen. Die Möglichkeit, die einzelnen Fälle mit dem Augmented Reality zu bearbeiten, ermöglicht für mich und meine Kollegen ein viel besseres Verständnis über die möglichen Hindernisse, welche über die geplante Operation auftreten können. Dafür benutzen wir klassischen MRT-Datensätze, welche für die Standard-3D-Navigationssystem geeignet sind. Wir zeichnen entsprechende wichtige Strukturen für uns und erstellen 3D-virtuelle Modelle. Durch diese virtuelle Simulation und die erstellte 3D-Modelle können wir die geplante Operation viel besser einplanen, was die Lagerung sowohl auch die operativen Zugang betrifft. Nach Durchführung der Segmentierung der MRT-Scans wird über die Brainlab-Software eine virtuelle Modell erstellt. Diese kann über die 3D-Brillen gesehen werden. Durch die interdisziplinäre Fallbesprechung anhand der Augmented Reality sahen wir, dass aus der mikrochirurgischen Sicht, aus dem kleinen Korridor, den wir bei der Operation überhaupt nur einsehen können, ein Teil des Tumors, welcher nämlich hinter der Felsenbeinspitze liegt, verdeckt worden wäre. So hätte es sein können, dass aus der mikrochirurgischen Perspektive es so aussah, als wäre der Tumor vollständig entfernt. Aber hinter der Ecke von dem kleinen Hirn noch ein Rest verblieben wäre. So hat uns die Augmented Reality gezeigt, dass für den letzten Operationsschritt ein 45-Grad-Optik-Endoskop notwendig war, um die Teile des Tumors entfernen zu können, die sich auf dem mikrochirurgischen Weg durch die Felsenbeinspitze verdeckt haben. Ging dann ziemlich schnell alles. Also der Tumor, als er richtig festgestellt wurde, war ja am Stammhirn, hat mir schon ein bisschen Angst gemacht, auch diese plötzlichen Ausfälle. Dann hieß es für mich nur raus und Ruhe. Ein bisschen schade war es, ich hatte eine 4. Klasse, die ich dann für die Abgabe ja noch ein halbes Jahr haben müsste. Das ging dann nicht mehr. Nach der OP habe ich anfangs noch Doppelbilder gesehen, also nicht beim Geradeaussehen, aber beim nach unten sehen konnte ich keine Stufen, keine Linien, keine Fliesenmuster oder so erkennen. Konnte auch nicht lesen, das ging gar nicht. Bis zum Vierteljahr hat es gedauert, bis das dann weg war. Ich war danach wieder zum Augenarzt und die Augen waren in Ordnung. Also es war jetzt kein Glaukom oder irgendwas an Augen. Das war in Ordnung, das hat mich schon mal beruhigt, aber dass ich nicht lesen konnte und auch nicht fernsehen, dass alles noch doppelt und verschwommen war, hat mich ein bisschen gestört. Aber das hat sich dann schlagartig nach einem Vierteljahr gelegt. Es ist auf einmal weg gewesen. Ich habe immer wieder gelesen, versucht immer wieder erst eine Seite mit verschwommenen Sehen, dann die nächste und dann wurde es immer mehr und jetzt kann ich dickste Romane lesen, ist alles in Ordnung wieder. Ich sehe auch geradeaus gut. Hab zwar die 3. Brille inzwischen gekauft, aber es ist alles in Ordnung so.